So, Herr Pape, das ist gut. Dein Resümee von den letzten 10 Tagen. Jetzt hier so völlig abgerockt und frisch beeindruckt von den ganzen Ereignissen, die heute passiert sind, irgendwas zu dieser Woche oder zu diesen 10 Tagen zu sagen, ist echt nicht ganz einfach. Also, das war eine sehr, sehr bewegende Woche. Es war eine Woche, die geprägt war von vielen Emotionen, von großem Leid, aber vor allen Dingen unterm Strich auch von einer großen Dankbarkeit, von einer großen Herzlichkeit. Wir haben Menschen getroffen, die echt einen Grund gehabt hätten oder einen Grund haben zu jammern und das Leben scheiße zu finden. Und wir haben Menschen in Zuständen gesehen, die wir eigentlich von außen betrachtet als wirklich nicht als so lebenswert empfinden würden. Und dennoch hat jeder, den wir getroffen haben, solchen Optimismus und so eine Lebensfreude ausgestrahlt. Und dabei uns, das ganze Team, glaube ich, mich vor allen Dingen auch megamäßig geerdet. Man ist sich bewusst geworden, worum es eigentlich geht. Und das, was alle, egal wie unterschiedlich die Leute waren, egal wie unterschiedlich die Verläufe der Krankheit waren, egal wie unterschiedlich die Familiensituation war, bei allen kam raus, dass es nicht darum geht, aufeinander aufzupassen und füreinander da zu sein und ein Herz zu haben. Und dann kriegst du auch die größte Scheiße gestemmt. Und in dem Fall halt die ALS. Ja, manchmal gefragt, woran erinnerst du dich besonders und was bleibt dir so in Erinnerung und so. Das ist echt total krass. Das, wahrscheinlich vergisst man auch jetzt die Hälfte und das wäre auch dem Ding nicht gerecht. Angefangen mit dem Pfarrer in der Kirche, was ich schon echt einen imposanten Anfang für uns fand. Und dann war jede Station echt besonders. Und bei jeder Station dachte man so, ja, ich weiß nicht und so. Und es war überall total toll, tolle Menschen. Mich hatte ja der Abend mit dem Kirchenchor bei Agnes Freundinnen. Der hat mir wahnsinnig imponiert. Also Gastfreundschaft war wirklich so groß geschrieben. Tolle Menschen waren das. Eine tolle Tour. Also da hat Lars ein tolles Gespür gehabt für ein Thema, was ihn ja persönlich betrifft. Und musste mich ja nicht dazu überreden, sondern eigentlich war mir relativ schnell klar, wenn Lars da so hintersteht, dass das da Sinn macht, dran zu arbeiten und dann hat er sich ja die ganze Zeit wahnsinnig darum gekümmert, dass das alles klappt. Auch eigentlich ja auch das Team zusammengestellt und die ganze Tour geplant und so. Da war ich ja wirklich äußerst wenig involviert. Ich habe ja da in der Zeit dann ein bisschen was anderes gemacht, aber ohne jetzt schon das Endergebnis genau zu kennen, aber wir wissen ja, was wir gedreht haben und vor allem, was wir für Menschen kennengelernt haben und wie toll es mit Bruno war, da hat sich jede Minute gelohnt. Das ist das Resümee. Solange der Mut ich bin glücklich, dass ich mal gesehen habe, wie glücklich man selbst sein kann, dass man gesund ist. Es gibt so viele Sachen, über die man sich Gedanken macht und über die ich mir Gedanken mache und denke, irgendwie, das wäre wichtig. Und vor allem jetzt nach diesen intensiven 10 Tagen, wo man wirklich von morgens bis abends mit dem Team, mit Bundesfamilie, mit Bundesfreunden unterwegs ist und vor allem auch die Betroffenen trifft, da merkt man, was wichtig ist. Freunde, Familie, die Gesundheit, dass man seine Zeit einfach sinnvoll nutzt. Ja, das war einfach eine sehr, sehr intensive Zeit und das muss auch alles erst verarbeitet werden. Viel dazugelernt
Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Chance bekommen habe, dabei zu sein. Und ja, es war eine wirklich, trotz allem, eine wirklich sehr schöne Zeit gewesen. Wir haben viel gelacht, zusammen drüber gesprochen, abends Feierabend Bierchen. Und das war wirklich wichtig, dass man nicht sofort aufs Zimmer gegangen ist, weil das allein zu verarbeiten wäre nicht gegangen. Und auch während des Drehs muss man öfter mal, hat man einen Kloß im Hals gehabt, wo man mal feuchte Augen gehabt. Das kam automatisch und es war eine sehr intensive Zeit, eine sehr schöne Zeit und ja, ich bin raus. Ja, mein Resümee der letzten 10 Tage. Bin sehr beeindruckt von der Lebenskraft und positiven Willenskraft der ganzen Betroffenen, woran sich viele eine Scheibe abschneiden können. Leute teilweise, die sehr bewegungseingeschränkt sind, aber körperlich noch so fit sind und so viel mit den Augen lachen und noch so voller Lebensenergie und Lebensfreude sind, obwohl so krass eingeschränkt sind, da gibt's, könnten sich ganz, ganz viele Leute eine Scheibe von abschneiden, die wesentlich mehr Mittel zur Verfügung haben und total unglücklich sind. Das ist auf jeden Fall was ich auf jeden Fall mitnehme und sehr beeindruckend finde und mich auch prägt. Und ich fand diese ganze Zeit auch sehr schön, mit allen zusammen. Mit Brunos Team, mit dem Filmteam, da ist man echt zusammengewachsen, auch mit allen, die man besucht hat, was es heute auf diesem Fest auch gezeigt hat. Das ist so, man war nur ein paar Stunden bei den Leuten, aber so intensiv und so intim, dass man sich mit Tränen in den Augen gefreut hat, manche Leute wiederzusehen. Und Tränen in den Augen war auf jeden Fall ein Thema für alle auf der Tour, was auch wichtig war und auch gut war. Weil sonst wäre irgendwas verkehrt gewesen, wenn sich das emotional nicht berührt. Und das hat es oft auch hinter der Kamera bei mir, obwohl ich gedacht habe, die Kamera hilft irgendwie so eine Distanz zu wahren, indem man durch das Okular durchguckt, aber das ist weit gefehlt bei dem Thema auf gar keinen Fall. Da gab es oft genug Situationen, wo ich Pipi in den Augen hatte und gucken musste, dass ich richtig scharf stelle. Und ja, aber es war in allem, trotz der Schwere des Themas, war das eine sehr schöne und lustige Zeit und ich möchte nicht missen und das ist ganz wichtig und hat mich sehr geprägt. Ich freue mich aufs Ergebnis. Es gibt eine Menge andere beschissene Krankheiten, großes Leid auf der Welt und dass man sich nicht alles selber kümmern kann, aber wir haben jetzt, glaube ich, unseren Beitrag dazu geleistet, über diese Krankheit und über diese wirklich ziemlich ätzende Krankheit, unseren Beitrag zu leisten. Und ich bin sehr gerührt, dass wir das alle irgendwie hingekriegt haben, Bruno und sein Projekt irgendwie ein Stück weit zu begleiten. Für mich schließt sich persönlich ein großer Kreis ab. 15 Jahren, nachdem meine Mutter daran gestorben ist und ich das erste Mal einen Film gemacht habe, ohne zu wissen, wie es geht, jetzt einen Schritt weiter, wo wir eigentlich, meine ich, zu wissen, wie es geht, zumindest ansatzweise. Dass wir jetzt wieder einen Film darüber gemacht haben, der auch anderen Kriterien gerecht wird. Und wir haben so viel zurückbekommen und waren Teil unser Projekt ist Teil eines ganz tollen Projektes. Und wenn wir dazu unseren Beitrag leisten konnten, dann bin ich ja sehr stolz drauf, sehr glücklich, das mit uns allen, auch mit Bruno und seinem Team gemacht zu haben. Also es waren schon sehr, sehr beeindruckende Tage, von denen man mit Sicherheit ein bisschen was mitnimmt. Was ich mich noch frage, Flo, hast du das Auto ganz, ganz da hinten hingestellt und offen gelassen? Bis gestern kein Ton, nur Bild, sah ungefähr so aus. Heute sieht es so aus. Ja, wir haben heute den Ton ganz toll und wir können auch sprechen mit dem Mikrofon ganz großartig in spitzen Tonqualität natürlich. Also. Überall die Spione. Gestern eine gute Anreise gehabt, Holger. Ich hatte die schönste Anreise, die ich mir vorstellen kann. Über Frankfurt am Main. Da war ich bei Dr. Müller in die Erotik-Shop.
direkt am Hauptbahnhof. Und dann bin ich mit diesem Regionalbus quasi, Schienenbus, habe den letzten freien Platz bekommen. Ein paar Leute mussten stehen. Echt? Als ich gefahren bin, war der ganz leer. Nee, der war völlig überfüllt. Und der war auch ganz nett. Mir gegenüber saß so ein bisschen dickerer Typ, der sich mit seiner, ich schätze mal, aus Thailand kommenden Geliebten unterhalten hat und gesagt hat, we can meet tomorrow, but you know, I don't give you money for your family. Und diese Diskussion, dieses Telefonat war eigentlich sehr lustig. Ansonsten hatte ich dann nette Mitreisende, die mir auch erzählt haben, Michelstadt kommt dann auch irgendwann. Kam dann auch irgendwann, bin ich ausgestiegen, hat es geregnet. Und dann dachte ich mir so, ja, schön hier im Odenwald. Aber nee, ist gar nicht ganz schön. Schlafen habe ich ganz gut, ich hatte eine Lüftung bei mir unterm Fenster. Danke. Und das Bett hat so Federn und drei Stück haben sich, glaube ich, auch in meinem Rücken verewigt. Ansonsten. Zeig mal. Ganz schön. Nee, ja. Na, Flo, musst du dich konzentrieren, dass die Drohne nicht hin reinstürzt. Ja. Erzähl doch mal, wieso. Das möchten unsere Zuschauer gerne wissen. Später. Im schönen Wöllstein sind wir gerade. Im schönen Wöllstein, unweit von Alzey. Benannt nach Wölle Petri, ne? Ja. Der berühmte Hit, Wölle, Wölle, Wölle. Man merkt, dass der Holger auf jeden Fall einen halben Tag beim Flo mit dem Auto gesessen hat. Was? Was? Alle überlegen krampfhaft, wo kann man das blöde Wort Hölle noch irgendwie unterbringen und witzig verkaufen. Ja. Leider glaube ich schon einen verkauft. Ich nicht. Da Hölle Rose kaufe? Weißt du, Luca Tupi sauber arbeiten würde? Nimmst du mal eine Funkstrecke raus, schickt sie da rein, wieder raus, rein. Lass jetzt halt nicht anmerken, dass er eigentlich jetzt gerade schon mit dem Gedanken in Paris ist. Wenn der Profi mir da Tipps geben möchte, dann... Bam! Ihr übernachtet ja noch einmal bei uns, ne? Dann könnt ihr auch gerne mal nach Paris fahren. Wir bringen euch dann da und... Ja. Für Luca reichen 5 Minuten. Junior, wir haben dich auch gerne. Komm her. Wir haben auch mal klein angefangen. Heute gibt es eine Besonderheit. Es gibt heute zwei Brunos. Der eine Bruno kommt nicht mit dem Fahrrad, der andere Bruno wartet im Garten und ist ungefähr 60 Mal so schwer und so groß wie Maffo. Das ist eine Art Neufundländer. Wenn Maffo sich draufsetzt, verschwindet er. Haben wir schon ausprobiert. So, los geht's. Maffo?